Ureigen, ist das so schlimm? Dass sie immer alle denken. Gar nicht so schlimm. Alter, wie die. Seht ihr das, wenn ich die raushole und wieder wegstecke, dann dreht er sie. Genauso wie ich manchmal. Das ist ja geil. Habe ich euch auch mal gezeigt in den letzten Parts. Ist schon eine geile Karre, finde ich. Aber die andere finde ich geiler. So, mal rückwärts einparken. Leider kann ich hier keine frauenfeindliche Witze machen, weil... Naja. Kommt nicht so gut, wenn man eine Frau zu Gast hat. Dann, ja. Gut. Zieht euch mal den rein, der ist geil. So. Zieh mal den rein, der ist geil. Habe ich mir erglitscht. Was wollte ich jetzt? Ach so, ich wollte den Part beenden. Na, gut, weil ich muss das rendern, deswegen muss ich aus dem Spiel raus. Deswegen sage ich mal tschüss. So, herzlich willkommen zurück. Ich muss erstmal. Wieso leuchtet seine Brille so grün? Das sieht ja komisch aus. Das sieht aus wie ein Alien gerade. So eine Alien-Brille einfach. Naja. Rennen können wir auch wieder machen. Das ist ein ganzer Rennpart, ganz ehrlich. So, aber die. Dick. Nee. So, da will ich das Nitro mal auffüllen. Das ist eigentlich, finde ich das blöd, ein Nitro auffüllen, ganz ehrlich. Einfach nur Geldverschwendung. Aber dem Spiel fragt mich ja keiner. Ist einfach so. So, dann mal Stufe. Prost. Prost. So, wählen wir wieder den Mittel zum Zweck. Und ja. Ich weiß, dass das Rennen 3 Runden hat. Auf so labern. So. Hat das eigentlich immer 2 Runden? Eigentlich ja, ne? Und wenn das immer 2 Runden hat, wieso machen die Entwickler sich die Mühe, das noch anzuzeigen, wenn man sowieso schon 3 Runden hat? Wieso knallt das da draußen immer? Wenn es im Bett mal so knallen würde, aber da braucht man eine Frau zu. Alter. Bäh. Wäre gut zu Silvester, mal eine Frau knallen.
Das sind Knaller und sowieso. Knaller und sowas sowieso Standard. Deswegen warum nicht eine Frau knallen? Alter. Kann ich erstmal. Komisch. Wieso raucht mein Auto schon wieder? Wieso habe ich eine Tür verloren? Jetzt habe ich keine Beifahrertür mehr. Na gut, den Beifahrer stürzt nicht. Ich habe ja keine. Diese rauchenden Autos einfach. Das Auto ist kein Vorbild, das raucht. Na gut, ich auch, aber zumindest im Moment nicht. Juhu. Ich will nicht wissen, wie oft ich schon mit Facecam geraucht. Ui. Bäh. Mehr diese Nitro-Nutzung, obwohl das nie will, ist es störend. Quiet. Au. Das sah nicht gut aus. Ja. Da ich so immer 200 Euro bezahlen muss, um das Auto wieder zu arrivieren, ist mir das Wurst. Wieso gucke ich eigentlich immer, ob mein Handy blinkt? Die, die mir eh schreiben, sind auch hier. Gerne. Ich habe von immer geguckt, wo, ob einer geschrieben hat oder so. Weil ich stalk mich ja immer wies. Na komm, jetzt heute habe ich einmal habe ich euch mal geschrieben. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht wahr. Das macht die Arme. Schade, dass ich keinen Lügendetektor hier habe. Ganz ehrlich. Das ist. Das würde ich das mal im Video einblenden. Wie der ausschlägt einfach. So. Ja, Renny schafft, Auto qualmt, schön. Ach ne, dann gehen wir rein. Alter, das sieht ja beschissen aus. Der bestimmt noch, der kommt bestimmt noch durch den TÜV. Auf jeden Fall. Oder was sagst du? Der kommt doch bestimmt noch durch den TÜV, ne? Naja. Ja gut, da hier und da mal ein bisschen nachpolieren und dann geht das. Ne, das ist. Alter. Egal wie Schrott er ist, immer 200. Das ist gut. So, wollen wir erstmal die Mission machen. Weil wir so schon in Jersey sind. Alter, ich hasse Motorradfahren. Warum die kackt der Rechner wieder, warum die kackt das Spiel wieder nicht ab? Das wäre echt behindert. Ich mach das hier nicht mal zu hier. Meine Fresse. Ich denke immer, das aber blinkt. So. Ach nee, muss anders rum. Obwohl, ich kann da durch den Zaun. Durch den Zaun fahren? Juhu. War das ein. Lol, ich bin gerade unbewusst an Pulsero vorbei. Schon mal ein Motorrad mit Nitro gesehen? Lol. Weißt du, Nitro kann man den Motorrad verpassen, aber das Motorrad nicht aufrüsten, motormäßig, dass er schneller wird. Verstehe ich irgendwo nicht.
Prost. So, mache ich die Mission mal, ne? Wünsche mir Glück, dass der Rechner, dass das Spiel nicht wieder abkackt. Okay. Ist man mit Insekten hier Fußball spielen? So. Ich gebe meinem alten Fahrer. Ja, ist ja klar. Ist mir Wurst. Du weißt, was zu tun ist. Alles ist erlaubt, außer Schusswaffen. Ja, Schusswaffen sind nicht erlaubt, ne? Aber ein Auto, was mich verfolgt, das mich abknallen will, ne? Natürlich. Das ist erlaubt. Wie im Weg sein. Ja, der hört zu lecken hier. Überholt habe ich ihn schon mal. Na und ich hack das Spiel wäre nicht ab. Alter, ich... Ja, Alter! War fast gegen Baum gesendet. Alter. Das war knapp. Immer diese verkackten Lags. Das laggt auch immer, wenn ich im U-Rad rumeiern will. Nee. Und ich kacke das Spiel wieder nicht ab. Ich will nicht wegen der Aufnahme... Alter! Ich will nicht wegen der Aufnahme hier das Display beenden müssen. Weil das Spiel dauernd abschmiert. Das wäre echt blöd. Wow. Nein, nicht den Baum! So. Knappe Kiste. Hier ist das Spiel abgeschmiert. Oder? Ja, irgendwo hier ist das Spiel abgeschmiert. Jo, läuft aber weiter. Gut. Alter! So. Na gut, dass es wenigstens jetzt läuft. Ich frage mich nur, wie lange ich hier fahren muss. Autsch. Alter, was eine geile Karre gerade. Das meine ich jetzt nicht. Ist doch mal gut. Beruhigt euch. Jetzt muss ich den ganzen Weg hier fahren, ne? Den ganzen... Ich habe schon gesagt, dass ich Motorradfahren hasse. Boah. Ich hasse Motorradfahren, ganz ehrlich. Fährt mal einmal irgendwas an, dann fliege ich mal vom Motorrad. Beim Autos ist es wenigstens so, dass man was anfährt und dann rückwärts zurücksetzen kann und dann weiterfahren kann. Und ist das auch bald mal hier zu Ende? Es ist ekelhaft. Findest du irgendwie ein bisschen unlogisch, weißt du? Der Motorradfahrer hier, der wird hier dauernd angeschossen und der kann einfach mal so weiterfahren, als wäre nichts gewesen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Motorrad fahren würde und angeschossen werden würde, da würde ich nicht weiterfahren, da würde ich irgendwie mich auf die Fresse legen. Und erstmal ein bisschen schreien und so. Wegen, Alter, was ist das denn für eine Karre? Alter. Du willst dich melden, gib mir mal die Karre, Alter. Das sieht geil, das Ding sieht da sah ja richtig geil aus. Alter. Rennen gewonnen, ja. Na, die Jugend.
Alter, was hast du, alter Wecker? Wer zum Teufel bist du? Wieso bin ich nicht immer schuld, wenn ich rülpse? Das macht jetzt gerade einen anderen. Was willst du? Entspann dich. Corrigan schickt mich. Wer? So, das ist deine Nachricht. Slink hat mir davon erzählt. Du kennst Slink? Du sollst mir helfen. Nein, ich mache jetzt keine rassistischen Witze. Ich werde mich melden. Warte mal, wer ist Corrigan? Weißt du eigentlich, Corrigan? Was passiert, die zu viele Fragen stellen? Kennt ihr das Corrigan? Das... Nein. Ich will nicht weiter darauf eingehen. So. Wo ist er denn hin? Alter, der, ganz ehrlich, der sieht aus, als hätte er irgendwie gekifft oder so. Die von den Augen total rot. Um den Augen und so. Wo bin ich denn gerade? Was sind das für eine Hütte? Ja, natürlich über dem Bett eine halbnackte Frau. Das ist sehr schön. Fehlt nur noch den Taschentuchspender auf dem Beistelltisch, dann würde das alles passen. Denn wäre das ein Single-Haushalt. Oh, was ist das denn gewesen gerade? Was habe ich denn gekriegt? Oh, eine Mini-Uzi, das ist ja geil. Das ist ja super. Eine dicke, fette Mini-Uzi. So ein Teil habe ich auch hier, sieht nur ziemlich gedamaged aus. Kann ich ja mal zeigen, aber muss ich mal kurz Pause machen. Bis gleich! Deswegen sage ich ja, wollte ich ja mal zeigen und so. Ah. So, da bin ich wieder. Und warte mal. Das ist die Mini-Uzi, die ich habe. Sieht ein bisschen gedamaged aus, weil ja, der Abzug, der fehlt schon, der ist weggebrochen. Und ja, halt auch mal das Maul da. Ups, Entschuldigung. So sieht das halt aus. Und wenn ich jetzt so mache und so, seht ihr das ja. Zum Vergleich kann ich das ja mal... Halt doch mal das Maul da. Ich will nur mal zeigen. So. Warte mal, ist das so richtig? Nee. So ist richtig. Ich halte das mal neben dem Waffenzeichen gerade. Also die Facecam jetzt. So. So sieht das aus halt. Und... Falls ihr fragt, das ist eine Software, weil das hängt Kabel und so, weil die ist elektrisch. Ah. Ups, oh, hier unten ist der Akku. Ne, also, ja. Gut, dann bringt er mal wieder weg. So. Da bin ich wieder. Ach, habt ihr den Stecker da schon wieder reingesteckt? Ja. Ist entschieden. Ja, das ist super. Ich wollte schon sagen, der Stecker ist nicht drin, vorher, bevor ihr das nutzt, aber naja. Du hast ihn reingesteckt, das ist gut. Das ist, ich stecke immer gerne Sachen rein. So genau wollte ich das gar nicht wissen. Wenn man das hier überhaupt gehört hat, ich weiß ja nicht. Hier ist eine Tür, die man überhaupt nicht benutzen kann, das ist sehr schön. Oh, Entschuldigung. Hier ist Health. Brauche ich nicht. Was ist das für ein Bild überhaupt? Oh, eine Stadt. Schön. Sag mal. Leute. Mal was richtig Unlogisches. Leute, mal was richtig Unlogisches. Ich stehe gerade in der Küche. Hier sind Hängeschränke und normale Schränke. Warum zur Hölle sind an den Schränken weder Türgriffe noch sonst irgendwas? Wie zur Hölle macht er die Schränke auf? Und warum gibt's hier überhaupt keinen Herd? Eine Riesenküche und kein Herd drin. Weißt du, das... Und gerade wo das Waschbecken ist, müsste eigentlich der Herd sein und über mir Herd, denn die Dunstabzugshaube.
Das, was ist das für eine Küche? Das, wenn ich so eine große Küche haben würde, würde ich da so doch einen Herd reinmachen und einen Wunsch dazu.